Adrian Wee, Jonathan Wheatley und Will Courtney. Das alles sind drei Schlüsselfiguren des Red Bull Teams. Aber genau diese drei verlassen das Team schon ganz bald. Die große Frage ist, wer trägt eigentlich die Schuld an diesen Abgängen? Christian Horner, der Teamchef, sieht diese Schuld jedoch nicht bei sich. Was er stattdessen als Gründe anführt, darüber sprechen wir gleich und auch noch über diese weiteren Themen. Wie sieht Red Bulls Fahrerpaarungen für das kommende Jahr aus? Bleibt Sergio Perez oder fliegt er zugunsten von Liam Lawson oder Yuki Tsunoda trotz neuen Vertrages raus? Für Red Bull ist klar, wir brauchen dringend Antworten. Endspurt in der Formel 1-Saison 2024. Austin wird zum Auftakt der letzten sechs Rennen. Die alles entscheidende Frage, wer holt sich den WM-Titel? Zum vierten Mal Max Verstappen oder doch zum ersten Mal Lando Norris? Klar ist, der junge Brite ist heiß und will die große Überraschung schaffen. Die Pause in der Formel 1 ist zu Ende und auch wir sind aus der kleinen Verschnaufspause wieder zurück und ich begrüße euch recht herzlich an diesem Donnerstag. Ja, es ist der Endspurt in der Formel 1 Saison 2024. Wenn also an diesem Wochenende der USA Grand Prix startet, dann heißt es auch, dass man bei Red Bull künftig genauer hinschauen wird. Nachdem ja Daniel Ricciardo nach dem letzten Rennen in Singapur sein Cockpit vorzeitig räumen musste, sitzt ab Austin nun der junge Neuseeländer Liam Lawson im Racing Bull. Und für ihn geht es um nichts weniger als letztlich um alles. Denn wenn sich Liam Lawson gut schlägt, dann könnte er nach diesen sechs verbleibenden Rennen in diesem Jahr schon im nächsten Jahr befördert werden, und zwar zu Red Bull. Das gleiche gilt auch für den Japaner Yuki Tsunoda. Und es geht auch um nichts weniger als um die besten Fahrerpaarungen für das kommende Jahr. Genau das ist eben auch Red Bull Teamchef Christian Horner bewusst und lässt bei Autosport nämlich ausrichten, wir brauchen dringend Antworten. Und weiter heißt es, ich denke, wenn man sich unsere Gegner ansieht, wird Ferrari nächstes Jahr stark sein mit Hamilton und Leclerc. Und McLaren hat mit Norris und Piastri ein starkes Aufgebot. Wir müssen sicherstellen, dass zwischen unseren beiden Fahrern keine große Lücke klafft, denn das kann man sich nicht leisten. Heißt also umgekehrt, maximaler Druck für Sergio Perez. Und trotz des eigentlich neuen Vertrages droht ihm, wenn er auch in den nächsten Rennen nicht abliefert, das unmittelbare Aus nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi. Die Konstrukteurs-WM wird Red Bull aller Voraussicht nach in diesem Jahr nicht gewinnen, denn auf den Mexikaner war in diesem Jahr nur äußerst selten am Ende Verlass. Denn McLaren hat Red Bull längst den Rang abgelaufen. Wie es also an diesem Wochenende verlaufen wird, ob Sergio Perez dazu beiträgt, dass man zumindest mal ein paar Punkte in der Konstrukteurswertung wieder auf McLaren gut machen kann oder ob es die nächste Katastrophe wird, darüber wird vielmehr noch zu sprechen sein, eben in den nächsten Tagen. Ja, und Endspurt, da kommen wir zu unserem zweiten Thema in dieser Sendung. Das bedeutet natürlich auch, dass innerhalb der nächsten sechs Rennen entschieden wird, wer in diesem Jahr Weltmeister wird. Ist es zum vierten Mal hintereinander Max Verstappen oder kann doch Lando Norris die große Überraschung schaffen? Lando Norris jedenfalls, der zeigt sich ziemlich heiß und es könnte für ihn, für den jungen Briten in Austin, eine weitere Chance sein, möglichst viele Punkte auf den Niederländer gut zu machen. Ja, und das ist ihm natürlich auch bewusst, eben dem Mann mit dem derzeit schnellsten Auto. Und so heißt es von ihm, ich liebe es, nach Austin zu kommen. Der Vibe ist immer unglaublich. Es ist ein großartiges Rennen. Das Besondere ja in Austin an diesem Wochenende wird ja sein, dass es sich nach längerer Zeit mal wieder um ein Sprintwochenende handelt. Im besten Falle ließen sich 34 Punkte an diesem Wochenende ergattern. Dasselbe, oder vielmehr diese 34 Punkte, würden natürlich noch nicht alleine ausreichen, um an Max Verstappen, der ja derzeit noch mit 52 Punkten noch führt, vorbeizuziehen. Zumindest aber mal könnte Lando Norris doch einiges an diesem Polster von Max Verstappen abknallen.
knabbern. Aber es würde vor allem auch den Druck auf Max Verstappen doch deutlich erhöhen. Und so heißt es von Norris weiter. Außerdem ist es ein Sprintwochenende. Es gibt mehr Punkte zu holen. Ich bin bereit, wieder ins Auto zu steigen. Lasst uns Texas zeigen, was wir können. Nochmal zur kleinen Erinnerung. Vor dieser vierwöchigen Pause in Singapur, dem letzten Rennen, da kam Lando Norris mit über 20 Sekunden Vorsprung ins Ziel. Ja, und auch die zunehmende Erfahrung von Lando Norris in einem Siegerauto, das kommt ihm natürlich auch zugute, denn sie stärkt seine mentale Verfassung. Und so sagt McLarens Teamchef Andrea Stella, je häufiger man vorne fährt, desto mehr gewöhnt man sich an die Situation. Geht es jedoch nach Dr. Helmut Marko, dann ist es eigentlich für ihn sofort klar, wer in diesem Jahr nämlich Weltmeister wird. Und ohne zu zögern, sagt er direkt Max Verstappen. Denn Max sei, Zitat, der Beste, der Schnellste und von der mentalen Stärke der Sicherste. Ja, vor allem auch gerade psychisch sei Max Verstappen im Vergleich zu Lando Norris und Leclerc, der rein mathematisch gesehen noch die Chance hätte, Weltmeister zu werden, Zitat, eben immer noch im Vorteil. Und es war ausgerechnet Lando Norris selber, der eben einst erzählte, dass er an Renntagen extrem nervös sei. So heißt es, ich esse nichts an den Sonntagen und habe Probleme, etwas zu trinken, einfach weil ich nervös bin, wegen des Drucks. Wie kann man das eigentlich auf gute Weise nutzen, damit einem hilft, die richtigen Dinge zu tun? Ich bin sicher, das gelingt mir jetzt. Vielleicht für immer. Ja, ob er mental auch an diesem Wochenende in Austin ja auch mental stark sein wird, das werden wir dann natürlich an diesem Wochenende sehen. Aber das Sprintwochenende ist eben eine gute Chance, um möglichst viele Punkte letztlich nach Hause zu fahren. Na, schlechte Nachrichten? Ach Quatsch, ich bin nur geblitzt worden. Aber das macht mir keine Sorgen mehr, denn ich bin jetzt bei Bußgeldkontrolle.de. Jede Minute verliert in Deutschland jemand seinen Führerschein. Dabei sind mindestens die Hälfte aller Bußgeldbescheide fehlerhaft und erfolgreich anfechtbar. Lassen Sie deshalb besser Ihre Bußgeldbescheide vorher prüfen auf bußgeld-kontrolle.de. Designguru Adrian Nui, Sportdirektor Jonathan Wheatley und Strategiechef Will Courtenay. Alles Schlüsselfiguren des Red Bull Teams und sie alle verlassen das Red Bull Team. Diese Abgänge sorgten für Schlagzeilen, allerdings für ziemlich negative Schlagzeilen. Für so ziemlich schien eigentlich klar, wer die Schuld an diesen Abgängen eigentlich hat, nämlich er hier, Christian Horner. Und es war kein geringerer als Jos Verstappen, der in diesem Jahr mehrmals vorher prophezeite und sagte, das Team drohe auseinanderzubrechen. Doch der Red Bull Teamchef sieht die Gründe nicht in seiner eigenen Person, sondern an den finanziellen Rahmenbedingungen. Man hätte es nicht verhindern können, sagt Christian Horner und führt weiter aus, man kann keinen Galactus haben, weil man ihn sich nicht leisten kann. Man muss das Preis-Leistungs-Verhältnis im Auge behalten und das zwingt einen dazu, einige wirklich schwierige Entscheidungen zu treffen. Ja, und gerade durch diese prominenten Abgänge sieht sich natürlich auch Red Bull gezwungen, eben Umstrukturierungen vorzunehmen. Nochmal zum Vergleich. Adrian Newey, der wechselt zum 1. März des kommenden Jahres zu Aston Martin. Jonathan Wheatley wird im übernächsten Jahr neuer Teamchef bei Audi werden. Und der bisherige Strategiechef Will Courtenay, der wird Mitte des nächsten Jahres dann wiederum Sportdirektor bei McLaren sein. Ja, und solche Abgänge, wie es letztlich Christian Horner formuliert, seien keine Seltenheit. Der Grund wiederum liege nämlich darin, dass Konkurrenten häufiger großzügige Angebote unterbreiten würden, um erfahrenes Personal abzuwerben. Es ist hart, lässt Christian Horner weiter ausrichten und fügt hinzu, Jonathan war ein sehr guter Sportdirektor, aber auch ein teures Gut. Man muss also abwägen. Als er die Möglichkeit bekam, zu Audi zu wechseln, sagte ich ihm, weißt du was, ich denke, du solltest das machen. Wir sind in unseren Möglichkeiten und dem, was wir hier für dich tun können, eingeschränkt.
Aber man solle nicht nur das Negative aus diesen Abgängen auch betrachten. Nein, es sei auch eine Chance für viele weitere innerhalb des Teams in höhere Positionen aufsteigen zu können. Und somit würde man ihnen letztlich eine Karriereentwicklung ermöglichen. Ja, gleichzeitig wiederum glaubt man auch daran, dass wenn man eben andere Mitarbeiter in höhere Positionen hebt, dass diese dann wiederum nicht abgeworben werden können. So heißt es von Horner. Jonathan war schon lange hier und bekam die Möglichkeit, Teamchef zu werden. Diese Chance gab es bei uns nicht. Und seine Rolle wurde immer eindimensionaler. Er war kaum noch hier, sondern immer an der Rennstrecke. Er hat sich weiterentwickelt und das hat es anderen im Umkehrschluss ermöglicht, auf natürliche Weise aufzusteigen. Diese Evolution muss man haben. Dass Will Courtenay das Red Bull-Team nach fast 20 Jahren verlasse, begründet Christian Horner bei der Aussicht nämlich auf deutlich höheres Gehalt als bei Red Bull. Und auch hier habe Christian Horner Verständnis, wie er sagt, und fügt hinzu: Wir haben über andere Aufgaben innerhalb der Gruppe gesprochen, aber angesichts dessen, was ihr McLaren bot, muss man sagen, viel Glück, nehm es an. Gleichzeitig gibt das Hannah Schmitz die Möglichkeit, aufzusteigen, und wenn sie diese Möglichkeit nicht gehabt hätte, wäre sie ein Hauptziel für jemanden gewesen. In jeder Organisation gibt es eine Evolution. Wir hatten hier eine Fluktuation von weniger als 5%, was für eine enorme Loyalität spricht. Der wohl prominenteste Abgang innerhalb des Red Bull-Teams ist natürlich er hier, Designguru Adrian Newey. Christian Horner allerdings ist hier wiederum der Überzeugung, dass sich die Zusammenarbeit, die Partnerschaft der beiden, also zwischen Adrian Newey und Red Bull, ohnehin schon ihrem Ende zuneigten. Auf die Frage wiederum, und da wird es interessant, ob der Skandal vor Beginn dieser Formel-1-Saison Auslöser für den Wechsel von Adrian Newey habe, hieß es vom Briten: Es ist leicht, einen kausalen Zusammenhang zu sehen, aber die Realität ist, dass die Dinge nichts miteinander zu tun haben. Denn, so sagt er weiter, sei das auch schon Ende des letzten Jahres oder vielmehr habe sich da schon auch abgezeichnet, erklärt Christian Horner und sagt: Die ursprüngliche Vereinbarung war, dass er sich Ende 2025 aus der Formel 1 zurückziehen und wirklich nur noch als Mentor fungieren sollte. Anderenfalls hätte ich die anderen Jungs in unserer Technikabteilung an einige konkurrierende Teams verloren. Aber ich glaube, er hatte das Gefühl, dass seine Zeit in der Formel 1 noch nicht vorbei war, und so traf er seine eigenen Entscheidungen, die verständlich sind. Und weiter: Der Deal, den er von Aston bekommen hat mit Aktien und so weiter, ist etwas, das hier einfach nicht zur Debatte stand. Ich kann verstehen, dass Adrian noch einmal eine Runde um den Block in der Formel 1 drehen will, und als Aktionär und Partner eines Teams kann ich ihm das nicht verübeln. Dass es allerdings dann mit dem RB20 wesentlich schlechter läuft als noch in den vergangenen Jahren, weil, und das liegt eben auch daran, Adrian Newey mit dem diesjährigen Auto nichts zu tun gehabt habe, verschweigt der Brite an dieser Stelle allerdings wissentlich. Ja, und weitere Nachrichten, die gibt es jetzt mal noch bei uns im Überblick. Lautstarke Kritik an Red Bulls Teamchef Christian Horner gab es in diesem Jahr schon des Öfteren. Auch eine mögliche Entlassung war vor allem im Frühjahr immer wieder in den Medien thematisiert worden. Champ-One-Experte Günther Steiner warnte jedoch davor, ihn zu entlassen. Sobald es für das Team nicht gut läuft, wird mit dem Finger auf Leute gezeigt, sagte der Südtiroler im Gespräch mit GP-Blog und fügte hinzu, er selbst könne nicht beurteilen, was bei Red Bull derzeit schieflaufe, Zitat: aber offenbar gibt es intern Unruhe. Das kann man nicht bestreiten. Jeden Tag steht in der Presse, dass bei ihnen wieder was passiert ist. Sollte dies so weitergehen und das Team nicht schnell wieder zurück in die Spur finden, dann, Zitat, werden sie einige Veränderungen vornehmen und schließt personelle Konsequenzen nicht aus. Doch dabei mit dem Finger auf Horner zu zeigen und ihn zu entlassen, Zitat, würde ich nicht empfehlen. Christian, so sehr wir ihn auch kritisieren können, hat er in den letzten Jahren keinen schlechten Job gemacht. Er ist nicht von einem Tag auf den anderen dumm geworden. Seit einigen Jahren ist Ralf Schumacher als Formel-1-Experte sehr gut im Geschäft. Zunächst bei RTL, später bei Sky, denen er bis heute treu geblieben ist, sprach in einem Interview über seine Vergangenheit als Formel-1-Fahrer und zeigte sich sehr selbstkritisch. Aus dem Schatten seines großen Bruders Michael konnte Ralf nie hervortreten. Für 6 Grand Prix-Siege bei insgesamt 180 Starts reichte es zwar, doch der ganz große Wurf, er gelang ihm nie.
Seine beiden erfolgreichen Jahre waren 2001 und 2002. Da wurde er jeweils im Williams WM Vierter. Zitat: Was soll ich denn machen? Natürlich wäre ich gern Weltmeister gewesen, aber das hat halt nicht sollen sein. Die unterschiedlichen Faktoren seien dabei zusammengekommen, die einen WM-Erfolg unmöglich gemacht haben. Bei den Teams, für die er in seiner Karriere fuhr, sei es nicht möglich gewesen. Selbstkritisch wurde er, als er erklärte: Wir waren nicht gut genug. Vielleicht war ich teilweise nicht gut genug, hatte auch hier und da mal privat die falschen Prioritäten. Das kann alles sein. Und doch hätte er sich mehr Erfolge im Laufe seiner Karriere gewünscht. Zitat: Es ist auf jeden Fall schön, so wahrgenommen worden zu sein, dass man Rennen gewinnen konnte, dass ich schnell genug war in meiner Formel-1-Karriere und auch hier und da einen Unterschied machen konnte. Aber nicht mehr und nicht weniger. Seinen späteren Wechsel zu Toyota betrachte er im Nachhinein als Fehlentscheidung und fügt gleichermaßen hinzu: Aber da waren auch nicht so viele Alternativen. Nach zwei Toyota-Jahren endete seine Formel-1-Karriere. Einzige Möglichkeit, in der Formel 1 weiterzufahren, sei Force India gewesen. Doch nach dem ersten Testtag merkte er schnell, dass das nicht die Zukunft für ihn sein werde. Zitat: Mein Gott, was machst du hier noch? Zu Hause ist der kleine Sohn, du bist dein Leben lang Risiko eingegangen. Und jetzt setzt du dich in so ein Auto bei so einem Team, du weißt doch gar nicht, was dir unterm Hintern wegbricht. Soweit mal mit unserem Newsflash. Das ist übrigens neu in dieser Sendung, gibt es dann auch des Öfteren hier in den Champion News. Das war's schon mit unserer Sendung an diesem Donnerstag. Jetzt also startet das nächste Rennwochenende. Der Auftakt zum Endspurt, er ist eingeläutet. Und eben, wie schon gesagt, eben ein Sprintwochenende. Das heißt auch, weil sich ja alles am späten Abend bzw. in der Nacht abspielt, deutscher Zeit, werden wir natürlich auch unsere Sendung dementsprechend anpassen und uns dann zu einer etwas ungewohnten Zeit an dieser Stelle sehen. Aber trotzdem werdet ihr an diesem Wochenende in Austin hier bei Champ One nichts verpassen. Und in den nächsten Wochen sind wir dann natürlich auch wieder für euch regelmäßig am Start. Denn es ist ja nicht nur Austin, was ansteht. Nein, drei Rennwochenenden in Folge gibt es erst. Danach erstmal eine kurze Pause. Und zwischen eben diesem Wochenende in Austin und dem nächsten am kommenden Wochenende sehen wir auch am Dienstag Günther Steiner wieder bei uns in der Sendung. Denn dann heißt es wieder Klartext mit Günther Steiner. Das Ganze eben am Dienstag um 19 Uhr hier live auf Champ One und natürlich im Anschluss kostenlos auf Abruf bereit. Das war's. Alles Weitere dann natürlich wiederum in den nächsten Sendungen. Und wenn natürlich wieder irgendwas passiert, was verkündet wird oder ähnliches, dann werdet ihr das natürlich hier bei uns als erstes erfahren. Erstmal einen schönen Donnerstag euch, einen schönen sonnigen Donnerstag. Und dann sehen wir uns hier spätestens morgen wieder. Bis dahin, tschüss.